Bäm, und da ist die nächste Rüstung. Und zwar Bliad seine Rüstung, die ihr euch nach der Rani-Quest, wenn die abgeschlossen ist, oben bei den Türmen abholen könnt. Ihr müsst dann quasi nochmal einfach, wenn die Quest abgeschlossen ist, zurück. Oben ist ein Leuchtfeuer, wo die früher im Stuhl saß. Das könnt ihr noch aktivieren. Also Bonfire, eine Rast. Und unten sitzt der Kollege halt, ist ein bisschen zornig. Und wenn ihr den killt, dann bekommt ihr drei Teile von seinem Set. Der Kopf fehlt. Den könnt ihr aber auch da oben bei den Türmen einsammeln. Der liegt da irgendwo auf einer Mauer. Ihr müsst mal gucken, bei welchem Turm. Einfach auf der Mauer so hochspringen, die ist kaputt. Da könnt ihr hochspringen, langlaufen. Oben auf dem Wall, halt auf dem Gang, liegt dann halt eben einfach ein NPC. Da könnt ihr euch die Maske holen. Und ja, Hammer. Das nächste Set, richtig geil. Der Kopf würde ja jetzt nicht dazugehören eigentlich, ne? Wenn man den jetzt nicht extra holen würde. Wir gucken uns trotzdem mal die Werte an. Ja, mega nice. Wo haben wir denn die Magier-Türme? Hier oben. Ich glaube bei dem hier, bei Renners Turm. Ich glaube da auf der Mauer. Einfach mal, wenn ihr vor dem Turm steht, seht ihr schon kaputte Mauer, kann nicht hochspringen, langlaufen. Oder bei dem, ich bin nicht ganz sicher. Müsst ihr mal prüfen. Hier vorne findet auch der Kampf statt gegen ihn. Und ja, dann noch einen kleinen Tipp. Machen wir mal die Maske weg. Und haben jetzt sein normales Set an. Das Großschwert gab es noch dazu. Haben wir hier. Und zwar das königliche Großschwert diesmal. Sieht schon nice aus. Und dann kann man ja, wenn ihr so einen Faden gefunden habt, mal so als Tipp nebenbei, kann man ja Rüstungen verändern. Und das geht nicht bei jeder Rüstung. Da müsst ihr ab und zu mal reingucken, wenn ihr neue Rüstung bekommen habt. Und dann gehen wir einfach mal auf Kleidung anpassen und sehen, dass die Rüstung zum Beispiel da dabei ist. Das heißt, genauso wie die von Radan. Da kann man hinten meistens hinten die Kapuze, das Fell, was dran hängt oder so, an- und ausschalten. Kostet halt 500, um das einmal zu machen. Ihr seht unten die Vorschau, Blights Rüstung geändert. Also ich kann nicht großartig aussuchen, was ich ändern will, aber er sagt, okay, ich ändere das so, wie unten sieht es aus. Ihr seht unten links schon mal eine Vorschau, kostet 500. Ihr könnt es auch wieder zurück machen. Kostet halt jedes Mal Kohle. So, ich mache das jetzt mal und schon siehe da, habe ich eine ganz normale Rüstung an, ohne hinten. Ein bisschen weniger Wolf, ja, ein bisschen weniger Wolfsfell halt. Und es ist halt trotzdem eine richtig nice Rüstung so. Ja, und das war's auch schon. Auf geht's, weiter Elden Ring zocken, Leute. Mega Laune, Suchten, Suchten. Das macht richtig Bock. Weiter geht's. Viel Spaß beim Zocken, guten Loot. Ciao, bis zum nächsten Video.